Hallo? Ja, hier unten rennt schon die totale Bedrohung rum. Wie viele Raptoren sind denn überhaupt frei? Ich weiß es ja nicht. Wir müssen mal gucken. Ein Komposaurier ist tot. Okay, an Altersschwäche. Das ist erstmal egal. Wir haben hier drei Raptoren, die rumlaufen. Das macht mir gerade ein bisschen Bauchschmerz, muss ich ehrlich sagen. Der T-Rex, der steht hier oben einfach nur so dumm rum. Der macht ja auch nichts. Ist der kaputt oder was? Wir sollten den betäuben. Ich habe den Park geschlossen beim letzten Mal, um zu gucken, ob wir das hier irgendwie auf die Reihe kriegen. Fahrzeug lenken. Betäuben. Vielleicht sollten wir versuchen, den Zaun hier vorher noch zu reparieren irgendwie. Alter. Ja. Ey, bleib da drin. Nein. Du sollst nicht raus. Bleib hier. Ranger-Fahrzeug wird angegriffen. Ja. Mach den Zaun heile, komm. Ey, ich komme nicht raus. Och nö. Ach, Leute. Transport. Den. Bitte noch da. Und dann hätte ich gerne eine Aufgabe für euch. Und zwar. Reparatur? Reparatur nicht möglich. Dieser Auftrag bietet Aufstiegsmöglichkeiten für Sie Ja, und komm. den Park Es und kommt die da der nächste Dinosaurier auch, angeschissen. schätze ich. Ein Sieg auf ganzer Linie. Da haut er Nur einfach ab. ein Verlierer würde darauf verzichten. Eieiei. Jetzt geht ja los hier. Oh Gott, das alles unter Kontrolle zu kriegen, ne? Das Mr. ist ja Herbert fast möchte, dass Sie unmöglich. ein neues Gebäude errichten. Nee, ich muss erstmal Dinosaurier einfangen. Denn die Stegosaurier hauen hier nämlich jetzt auch ab. Und das ist jetzt zurückgegangen. Mann, macht doch hier nicht alles kaputt. Was ist denn mit euch? Ich sehe hier ja nichts. Wer ist er? Oh. Oh Gott, ich muss mir alles aufschreiben. So, wir haben schon mal eh ein Pari verloren. Ich muss den Raptor da irgendwie. Ach oh Gott. So, komm. Nee, ich brauche diesen Jeep. Fahrzeug lenken. Was ist denn hier kaputt? Komm, mal heile. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich brauche eine Karte. Ich muss hier irgendwie in diese Traptoren, Quatsch, in diese T-Rex-Gehege rinkommen. Die Wetterbedingungen stabilisieren sich, das ist toll. So, wir können das hier mal schnell auffüllen nebenbei. Ich habe genau gewusst, er wird eine dumme Idee, einen T-Rex zu holen. Ich hab's gewusst. So, wir sind jetzt hier in dem Gehege. Da steht der T-Rex dumm rum. Wir können den nicht betäuben, oder was? Jetzt geht er los. Und eine Ampulle reicht doch nicht. Oh Gott, der braucht drei. Komm zurück. Kommt der da wieder raus? Oh Gott. Da hinten ist er. Soundeffekt. Gewinn pro Minute. Ach, ist ja ein Ding, wir verlieren Geld. Er hätte gar nie mit dir rechnet. Da ist er. Nein, jetzt ist er wieder weg. Oh Gott, diese Kamera, dass der immer nicht dahin zeigt, wo man gerade hinguckt, wenn man die aktiviert. Oh Gott. Wo ist denn das Vieh hinten? Oh, der kommt ja an die Latsch, wa? Da steht er.
Ja, der T-Rex, der macht da nichts. Das ist ja voll der langweilige. Oh, daneben. Nicht getroffen. Na, jetzt rennt der wieder in den Wald. Ich glaub das ja nicht. Wo ist denn der hin, sag mal? Warnung. Ranger-Fahrzeug wird angegriffen. Ja, hau doch nicht ab, Mann. Oh Gott. Ich glaub das nicht. Ich komme hier nicht durch den Busch durchgefahren. Das gibt's doch ja nicht. Na, warte mal. Guck, wie das geht. Wo ist er hin? Hat ja keinen Zweck. So, ich muss gucken, was ist denn hier noch alles kaputt gegangen? Tote Dinos. Altersschwäche. Ein Brachio. Okay, oder? Doch, war da einer, oder? Ja? Okay. Ich krieg diesen scheiß T-Rex da nicht raus. Du bleibst bitte hier. Wo ist das Viech? Ey, ich mach dir hier den ganzen Wald weg, wenn das nicht geht. Da hängt er drinne. Guck. Haut er wieder ab. Jetzt aber, oder? Jawohl. Ach, Gott sei Dank. So, Transporter. Oh Gott, das ist richtig anstrengend hier. So. Der T-Rex. Wo rennen die ganzen Typis hier rum? Ich lasse den mal hier in der Mitte frei. Okay. Wir lassen mal. Den Zaun hier reparieren. Und den. Transport hat begonnen. Und das. Ist hier noch was kaputt? Ja. Kommt auf die Liste. Dann mach mal fertig. So, der Raptor, der ist. Gott, nee, der T-Rex. Boah, der braucht ewig, oder? Okay, dann machen wir hier aber schon mal die Hege wieder heile. Weil hier ist bald wieder Action, kannst du glauben. So, wie sieht es denn generell aus im Park? Wir haben eigentlich bis auf da oben alles unter Kontrolle. Hier haben wir ein Ranger-Team. Aufgabe hinzufügen. Zaun reparieren läuft. Okay, der T-Rex kommt und dann müssen wir mal schauen, dass der die da irgendwie kaputt kriegt. Vor allem der Park ist geschlossen, eigentlich, und die laufen hier alle rum. Park öffnen. Wir können in der Zeit, ein Pachycephalosaurus ist kaputt. Ausbrüten und ein Brachiosaurus. Ja. Die Ereignisse überschlagen sich. Und eine Krankheit auch noch, na klar. So, was hat er hier? Das ist der, der in Altersschwäche gestorben ist. Okay. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. So, und du bekommst die Aufgabe, den hier zu behandeln. Okay,
Zwei Tote. Wo haben wir hier noch einen Toten? Hier oben. Kompo. Ah, zwei Kompo sind in Altersschwäche gestorben. Genau. Dann machen wir hier noch einen. Wo sind die denn? Da. Okay, so, da läuft ein Raptor. Der T-Rex ist wo? Der Jeep ist in die Toilette gefahren. Da! Kloppen die sich hier? Ja! Der absolute Hammer! Der klärt das, der hätte gar nie gedacht. Der macht das wirklich. Oh, das wird aber Ewigkeiten dauern, ne? Ulala, Freunde. Der T-Rex hätte vielleicht eine andere Farbe gebraucht, oder? Der macht hier aber auch die Rambazamba. Aufnahmemodus, okay. Es wird auch noch dunkel hier. Wir hätten vielleicht einen hellen T-Rex bauen sollen, oder? Naja, gut. So, Krankheiten haben wir hier unten noch einen. Ist denn der Jeep schon auf dem Weg? Ja. Aufgabe hinzufügen. Behandeln wir einfach Bede. Wir haben hier einen toten Raptor. Das ist mir eigentlich egal, der kann weg. Der T-Rex, was macht denn der hier noch für Schaden? Großartig. Irgendwas war zu schwach. Ich denke mal bald der Brachio, wa? Da läuft ein Besucher. Ist noch keiner durch Fleischfresser gestorben. Wobei... Wo sind denn hier die Raptoren? Hier hinter dir ist einer, mein Freund. Hinter dir. Komm mal raus aus dem Busch. Brauchst du nicht verstecken. Ja, hol ihn dir. Für alle lebendigen Wesen ist Süßwasser auch für Dinosaurier unerlässlich. Ja, ja. Sorgen Sie dafür, dass Sie welches bekommen. Ich wäre dafür, dass der den da hinten holt. Und dann ist nämlich nur noch einer eigentlich frei. Ja, hallo. Ja. Das ist doch die falsche Richtung. Oder den da vorne. Den kannst du natürlich auch holen. Ja. Jetzt im Kloppe. Der Regen ist extrem laut. Ey, komm zurück. Nein! Das ist das Ding noch so schwarz und scheiße beleuchtet. Ach, das kann da Ewigkeiten dauern. So. Ach, sind da unten auch noch welche krank? Warte mal, hier braucht man nur einen Jeep. Verstanden.
So, mach mal die beiden da wieder heile. Und ich hoffe, dass der T-Rex die Tür für Reihe kriegt. Warte mal, hier ist ein Dinosaurier, der es nicht schafft. Siehst du, der Brachio. Dann machen wir nochmal einen neuen. Der Paricephalo ist fertig. Der kommt zu den Stegosaurier mit rein. Und der Kombo ist auch fertig. Der kommt... Der kommt hier mit rein. Dann machen wir da gleich nochmal einen. Okay, haben wir die olle Seuche schon mal wieder unter Kontrolle. T-Rex. Ja, 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 ja! Hol ihn dir. Hä? Wo sind die? Wo haben die sich denn gerade gekloppt? Da unten. Wieder vor dem Vogelhaus. Den brauche ich als Bild, das ist ganz wichtig. Alter, diese Mission, ne? Der geht mir so auf den Sack hier. Das ist der Hammer. Und im Dunkeln natürlich. Klar. Was denn? Was eine Klopperei hier. Okay. So, wenn der weg ist, dann noch einer. Oh, guck mal, wie er den durch ihn schmeißt wie eine Puppe. Krass. Fress den ja nicht. Los, schrei mal eine Runde. Sei mal ein schöner Dino. Sei mal ein lieber Dino. So, wir holen den mal weg dann, ne? So, wir hätten noch eine Futterstation zum Befüllen. Ja, ja, hol ihn dir. Geh direkt dahin, wo der andere ist. Bitte. Wie, alles vorbei? Nee, jetzt. Showdown am Wasserloch. Schon ein bisschen krass eigentlich, dass man hier so ein Vieh, was eigentlich mega uncool ist, dazu benutzt, damit der einem hilft. Und schade, dass es dunkel ist. Alter. So, Gönnung. Der hat alle weggemacht. Jetzt müssen wir ganz schnell zusehen, dass wir an so einen Jeep kommen. Dass wir den wieder betäuben und in sein Gehege wieder hinbringen, oder? Krass, hier mit den Jeeps und so. Der T-Rex, da ist er. Der braucht 3 Kugeln. 1, 2, 3. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, Transport. Den bitte weg. Und den wieder nach Hause. Oh Gott. So, 2 Futterstationen. Wir haben hier was zum Freilassen. Ein Kombo. Der Brachio, der wird noch zusammengeklebt. Okay, wir haben hier was totet. Wird gerade abgeholt. Futterstation. Aufgabe hinzufügen. Hier ist echt Stress, ne? Und ich hoffe, wir haben die Mission dann auch geschafft, wenn wir hier durch sind. Reparieren, auffüllen, auffüllen. Auffüllen. Voll machen.
Dann nehmen wir hier nochmal alle Futterstationen durch. 1, 2, 3, 4, 5. Reparieren. So. 3. Dann haben wir eigentlich alles, oder? Überall, wo Bedarf steht oder Bedarf herrscht, ist eine Uhr dran, heißt es in Arbeit. Nee, da nicht. Und da nicht. Oh. Brauchen wir noch ein Jeep. Aufgabe hinzufügen. So. Guck mal, und schon haben wir wieder tolle Musik. Alles läuft wie soll. Und wir öffnen. Alter. Noch ein paar Sekunden, dann haben wir die geschafft. Dann haben wir sie geschafft. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Raptoren. Wir können jetzt selber in die Tour fahren. Erfolgsrate 3. Also, wer steckte hinter der Sabotage und dem Datenklau? Ich nicht. Sie sind momentan meine einzige Konkurrenz. Und ich muss sie aufhalten, bevor sie InGen weiteren Schaden zufügen können. Ja. Und dem Jurassic Park natürlich ebenso. Alter. Ich wusste, dass sie nach dem ersten Versuch nicht aufgeben würden. Finchs Verschwinden war also Teil des Plans. Darf ich nicht auch mal für Überraschungen gut sein, Dr. Markham? Hast du gut gemacht. Ich fange langsam an, sie zu mögen, John. Okay. Also keine Schwierigkeiten wegen Biosyn, Cabot? Natürlich nicht. Ich habe für Mr. Hammond eine Täuschung ausgearbeitet. John weihte uns wieder mal nicht ein. Nicht gerade vertrauenerweckend. Aber wieso? Weil er uns nicht traut. Stimmt doch, oder, John? Unsere früheren Komplikationen entstanden in unseren eigenen Reihen. Bedauerlich, wirklich. Ich musste sicherstellen, dass niemand sonst involviert ist. Okay, aber warum Cabot? Seine Mutter ist eine unserer größten Investoren. Diese. Ich habe Dinosaurier immer geliebt. Geht wieder meine um Geld. Meine Mutter hat in meinem Namen investiert. Ja. Es war eine glückliche Fügung, dass John jemanden mit meinen Fähigkeiten suchte. Sie sitzt auf Milliarden. Stilles Geld. Wer hätte das gedacht? Genau. Also, Sie sorgen sich nicht wegen des Geldes? Sorgen? Nein. Mich damit beschäftigen. Dieser kleine Dreckige. Und genau deshalb denke ich, dass der junge Cabot eine Bereicherung für uns ist. Aha. Weil er den Faktor Habgier ins Spiel bringt. Wissenschaft und Kunst brauchen seit jeher den Kommerz, Dr. Malcolm. Und war das nicht der, der uns boykottiert hat eben gerade? Was soll denn das? Ist doch keine Einstellung. Verändern wir die Realität, John. Und wir werden erst mit der Zeit sehen, welchen Schaden wir angerichtet haben. Oder eben nicht? Ellie hat recht. Dieser Ort hat das Potenzial, die Leute über die Vergangenheit aufzuklären und ihre Fehler zu wiederholen. Richtig. Keine Fehler, Dr. Merkel. Doch. Diese Dinosaurier sind wunderschöne Tiere. Ja, wenn sie ähnlich fressen. Sie verdienen den Jurassic Park. Das wird wie immer die Zeit zeigen. Gilt das nicht für alle Dinge? Yep, alles braucht seine Zeit. Und Geld. Ich nehme Geld. Wir haben beides. Zeit habe ich. Und die Welt hat nun einen Ort. Diesen Ort, an dem diese wunderschönen Geschöpfe besucht werden können. Weil ich dafür gesorgt habe. Die Dinosaurier und der Jurassic Park. Ja. Oder, wie Dr. Malcolm sagen würde, wir haben einen Weg gefunden. Weil ich den gebaut habe. Oh ja. So, okay. Das war der Jurassic Park DLC anscheinend. Alter. Ernst, ehrlich, Leute, das war schon ein bisschen cool. Hat Spaß gemacht. Theoretisch können wir den Jurassic Park noch weiterspielen. Oder wir gucken mal in die anderen Dinger rein, weil ich habe ja noch Claire's Sanctuary und ja, wir können eigentlich mal versuchen, den Jurassic World Park zu bauen. Da war schon sehr cool. Ich habe mir vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht, dass man noch mehr Tiere irgendwie unterbringen soll, aber hat mir gefallen, hat mir sehr gefallen. So, ich lasse die Credits hier noch durchlaufen. Ich sage schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns mal beim nächsten Mal. Also, viel Spaß, bis dahin, macht es gut, rein gehauen.
Ach, was ist da was? Ich mache einfach aus. Macht der Dude. Tschüss.